Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung. Das ist Stefan und ich bin Yujin und wir beide sind Forscher am KIT. Und wir forschen im Bereich Medizintechnik und würden euch heute gerne einen kleinen Einblick in unsere Forschung geben. Ja, liebe Studenten, schön, dass ihr alle so zahlreich da seid. Heute zeigen wir euch, wie man ins Innere von Körpern oder überhaupt von Dingen gucken kann, ohne sie aufzumachen oder überhaupt sie kaputt zu machen. Und wir haben euch hier schon mal ein paar Beispiele mitgebracht, wo das alles sehr nützlich ist. Das habt ihr vielleicht schon auf unserem Plakat gesehen. In der Medizin ist das sehr nützlich. Der Arzt kann in den Patienten reingucken und zum Beispiel sehen, ob er eine Hand gebrochen hat, ohne die Hand aufzuschneiden und ohne den Patienten zu verletzen. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Bereiche, wo das extrem nützlich ist, dass man das kann. Zum Beispiel in der Biologie, wo ihr hier so einen Fisch seht auf der Leinwand. Und vor allen Dingen auch das, wie der Fisch innen drin aussieht. Es gibt noch andere Anwendungen. Zum Beispiel stellt euch vor, ihr habt mit eurem Fahrrad einen großen Sturz gebaut und das Fahrrad ist jetzt kaputt. Ihr wisst aber nicht genau, ob das Fahrrad innen drin noch, ob der Rahmen des Fahrrades noch ganz ist oder ob es vielleicht so kaputt ist, dass es viel zu gefährlich ist, damit zu fahren. Dann könnt ihr auch solche Methoden benutzen, um da reinzuschauen. Oder stellt euch vor, es gibt Leute, die versuchen, irgendwelche Gegenstände über die Grenze zu schmuggeln. Und ihr seid jetzt an der Grenze und wollt herausfinden, ob jemand in seinem Auto vielleicht Geld hat oder irgendetwas, was er nicht über die Grenze bringen darf. Und auch dann könnt ihr diese Methoden benutzen, wie ihr hier zum Beispiel seht, an diesem Bild von diesem LKW, was in dem LKW drin ist. Und was wir euch heute zeigen, ist, wie man das macht und wie das funktioniert. Bei manchen Dingen funktioniert das ziemlich einfach, da reinzugucken. Zum Beispiel bei meiner Frühstücksbox hier. Hier kann ich euch ganz einfach sagen, was hier drin ist. Vielleicht kann mir da einer mal helfen und mir und den anderen Leuten, die da weiter hinten sitzen, vielleicht sagen, was hier drin ist. Ja? Ein Brot. Genau. Was noch? Eine Mandarine oder genau. Eine Orange. Entschuldigung, eine Mandarine und? Oder eine Orange. Ja. Genau, das ist ein bisschen größer, das ist vielleicht eine Orange, dankeschön. Und da ist noch was Drittes drin, wer kann das sehen? Vielleicht hier vorne? Ein Müsli-Riegel. Ein Müsli-Riegel, ganz genau. Dankeschön. Na, warum ist das so einfach, dass wir hier sagen können, was da drin ist? Ganz klar, die Box ist ja durchsichtig. Die Lichtstrahlen gehen hier einfach durch und wir können sehen, was in dieser Box ist. Das war ziemlich einfach. So, und das ist meine Box. Und die ist nicht durchsichtig. Das heißt, ihr wisst nicht, was in dieser Box ist, bevor ihr sie aufmacht. Ich glaube, dass wir es in der Vorlesung hier schaffen, der Yujin zu sagen, was in ihrer Box ist, ohne die Box aufzumachen und ohne sie kaputt zu machen. Ich traue mich sogar, mit der Yujin zu wetten und zu sagen, wenn ihr hier heute in der Vorlesung schafft herauszufinden, was in der Box ist, ohne dass wir sie vorher aufmachen müssen, dann kriege ich, was in einer Frühstücksbox ist. Okay? Okay, die Wette nehme ich an. Gut, dann müsst ihr mir aber helfen. Wer ist bereit, mir gleich zu helfen und mitzumachen und mitzuforschen und herauszufinden, was in dieser Box ist? Ah, gibt es immer noch ein paar, die sind anscheinend nicht bereit, mir zu helfen. Das finde ich aber ganz schön. Okay, dankeschön. Gut, also, wir sind so viele hier, das werden wir wohl schaffen. Ich habe nämlich auch schon eine super Idee. Die Lichtstrahlen, die gehen ja hier nicht durch. Aber vielleicht ist das einfach nur deshalb, weil wir zu wenig Lichtstrahlen nehmen. Schaut mal hier. Hier habe ich einen Projektor mitgebracht. Der Projektor, der ist viel, viel heller als irgendeine Glühbirne. Der sendet ganz, ganz viele Lichtstrahlen aus. Und hier seht ihr die vielen Lichtstrahlen, wie sie hier auf die Wand treffen. Und was ich jetzt mache ist, ich halte einfach mal diese Box hier in die Lichtstrahlen rein. Und vielleicht können wir ja dann unter dieser ganz hellen Lampe sehen, was da drin ist. Also, gut gucken. Sehe ich nur eine Box. Mist. Also so einfach ist es wohl doch nicht. Also, ja, so einfach ist es wohl doch nicht. Mist. Okay, ich gebe euch mal einen Tipp. Ihr solltet es nicht mit mehr Licht versuchen, sondern mit anderem Licht. Wie ihr vielleicht wisst, besteht Licht aus ganz, ganz, ganz vielen Strahlen. Und so ein Strahl bewegt sich durch den Raum und zwar in dieser Form. Ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen, wie man auch hier unten ganz gut sehen kann. Und aufgrund dieser Form werden diese Strahlen auch Wellen genannt. Ihr kennt vielleicht auch noch andere Wellen, Mikrowellen, Radiowellen. Und der einzige Unterschied zwischen diesen Strahlen ist,
wie schnell sie sich durch den Raum bewegen. Also beispielsweise beim Infrarotlicht, wie bei der Nintendo Wii, ist es so, dass sich der Lichtstrahl in etwa so bewegt. Bei ultraviolettem Strahl ist es schon viel schneller. Und dann gibt es noch Strahlen, die nicht sichtbar sind, wie zum Beispiel Röntgenstrahlen. Und die bewegen sich ganz, ganz, ganz schnell. Okay, du meinst also, wir müssen vielleicht solche Röntgenstrahlen benutzen, um in die Box zu gucken. Und für diese Röntgenstrahlen ist die Box dann durchsichtig. Das heißt, ich bräuchte eigentlich statt des Projektors hier einen Projektor oder eine Lampe, der Röntgenstrahlen erzeugt. Dann stelle ich meine Box da in die Mitte und dann sehe ich auf meiner Leinwand, was in der Box ist, ja? Genau. Und diese Röntgenstrahlen wurden vor über 100 Jahren von einem gewissen Wilhelm Konrad Röntgen entdeckt. Der Herr Röntgen war auch Wissenschaftler, so wie wir, und sehr bescheiden und sehr, sehr eifrig. Und in einer dunklen, kalten Novembernacht 1895 hat er durch Zufall eine neue Art von Strahlen entdeckt, die durch Objekte hindurch leuchten können. Er selbst nannte die Strahlen am Anfang X-Strahlen, später wurden sie in Röntgenstrahlen umbenannt. Genau, auf dem Bild unten rechts seht ihr eines der ersten Röntgenbilder. Wer erkennt, was auf dem Bild zu sehen ist? Ja, dann diesmal vielleicht von dieser Seite hier vorne. Knochen und ein Ring. Genau, und das war die Hand von seiner Frau. Man sieht also das Handskelett und den Ehering. Übrigens erhielt der Herr Röntgen 1901 als erster den Nobelpreis für Physik für diese bahnbrechende Entdeckung. Okay, gut. Also wenn das bei so einer Hand klappt, dann müsste das ja eigentlich auch bei unserer Box hier klappen. Aber eine Sache, muss ich sagen, finde ich noch ein bisschen unlogisch, wenn ich mir die Hand da so angucke. Und zwar, wenn ich meine Hand hier in den Projektor halte, dann ist da, wo die Hand ist, ist es schwarz. Und da, wo das Licht hinfällt, ist es weiß. Aber wenn ich mir dieses Röntgenbild so angucke, dann ist da, wie du gesagt hast, wo diese Knochen sind und wo der Ring ist, da ist es ja gerade weiß und da, wo nichts ist, ist es schwarz. Genau, da hast du vollkommen recht, Stefan. Das liegt einfach daran, dass das Röntgenlicht die Leinwand schwarz färbt, da, wo es direkt drauf trifft. Und wenn sehr wenig Röntgenlicht auf die Leinwand trifft, dann wird es einfach weiß dargestellt. Okay, das macht für mich noch ein bisschen Sinn, aber was für mich noch überhaupt keinen Sinn macht, ist, wenn ich nochmal meine Hand hier da reinhalte, dann ist es da, wo die Hand ist, schwarz und überall sonst ist es weiß. Aber wenn ihr jetzt mal ganz genau hinguckt, schaut mal auf das Bild, dann ist ja nicht nur weiß und schwarz hier, sondern in der Mitte ist es ja auch noch irgendwie so gräulich. Wie kommt das denn? Ja, das liegt einfach daran, dass Röntgenstrahlen in der Hand sozusagen verschluckt werden. Das nennt man Absorption. Und das ist ganz genau wie bei diesem Licht hier. Wenn du zum Beispiel deine Hand reinhältst, dann ist sie eigentlich relativ dunkel, also relativ schwarz. Wenn ihr aber sowas hineinhält, dann seht ihr, dass an manchen Stellen auch grauer und heller ist. Das liegt daran, dass ein paar der Strahlen durch diese Wand hier hindurch kommen. Das gleiche ist bei Röntgenstrahlen so. Luft ist für Röntgenstrahlen vollkommen durchsichtig und das wird dann schwarz dargestellt. Haut ist nur teilweise durchsichtig, das wird dann grau dargestellt und Knochen sind undurchsichtig und deswegen weiß. Okay, das heißt, wenn ich jetzt meine Box durchleuchte, dann müssten ja eigentlich meine Früchte vielleicht in so einem Grau sichtbar werden. Aber jetzt habe ich immer noch ein Problem und zwar kann das ja gut sein, dass ich jetzt eine Frucht sehe auf der Leinwand. Aber was mache ich denn, wenn ich vielleicht zwei Früchte habe oder mehr? Ich weiß ja nicht, was da drin ist. Vielleicht ist ja noch irgendwas anderes da drin. Und diese Früchte sind hintereinander angeordnet. Dann habe ich zwei undurchsichtige Objekte hintereinander und auf dieser Leinwand sehe ich aber nur ein Objekt. Das heißt, wenn wir das so versuchen, dann können wir vielleicht gar nicht rausfinden, was alles in der Box ist, sondern wir finden lediglich ein Objekt heraus, was in der Box ist. So, ich sehe schon hier, der im Grün meldet sich ganz, ganz eifrig. Hast du eine Idee, was man machen könnte? Man könnte die Box drehen. Man könnte die Box drehen. Die Box? Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber wie können wir das denn vielleicht noch erreichen, ohne dass wir die Box drehen? Haben wir noch vielleicht von da hinten noch mal jemanden? Oh, hätten wir. Wir könnten sie schütteln.
Entschuldigung, das habe ich akustisch. Man könnte sie schütteln. Den? Schütteln. Den schütteln, okay. Und was würde dann passieren? Würde das was bringen? Ich glaube, es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht jemanden hier ganz an der Ecke. Man könnte von der anderen Seite das Licht drauf scheinen lassen, dann sieht man es nämlich vielleicht. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Vielleicht hast du Lust, mal nach vorne zu kommen. Dann können wir nämlich das mal zusammen ausprobieren, wie das funktioniert. Genau. Erklär uns nochmal genau, wie du das meinst. Mikro. Ja, genau. Genau. Da beide Früchte. Sehr gut. Könnt ihr das alle sehen, auch von da hinten? Wer sieht jetzt alles diese beiden Äpfel hier vorne? Super. Vielen, vielen Dank. Einen großen Applaus hier für unseren jungen Forscher. Das war super. Dankeschön. Okay. Das ist ja ziemlich gut. Das heißt, wir müssten in unserem Versuchsaufbau nicht nur statt des Projektors eine Röntgenlampe nehmen, sondern wir müssten auch noch möglichst ganz viele verschiedene Aufnahmen aus vielen verschiedenen Richtungen machen. Also zum Beispiel ungefähr so, wie man das jetzt sieht. Und wenn ich das mache, sehe ich in meiner Box auch alle Objekte, egal ob sie hier hintereinander angeordnet sind oder nebeneinander. Je mehr Aufnahmen ich mache aus verschiedenen Richtungen, desto besser kann ich zum Schluss nachher sagen, was in der Box ist. Genau, und das ist die Idee der Computertomographie, kurz und einfach gesagt CT. Das erste Gerät wurde 1969 von der Firma EMI entwickelt und die erste Aufnahme des Menschen wurde 2 Jahre später aufgenommen. Hier auf dem linken Bild seht ihr diesen Computertomographen und in diesem großen Ring, den ihr da seht, ist sowohl diese Röntgenlampe wie auch der Detektor und diese beiden werden dann in diesem Ring gedreht. Dann fehlt natürlich noch das Objekt, das man aufnehmen will, und zwar hier der Mensch. Der wird dann genau dazwischen gelegt, sodass rund um den Menschen herum Aufnahmen gemacht werden können. So, wenn man um den Menschen herum dreht, bekommt man Informationen zu diesem einen Abschnitt. Möchte man aber Informationen des gesamten Menschen haben, was muss man da machen? Man muss einfach entlang des Körpers gehen und weitere Aufnahmen machen. Diese Aufnahmen übrigens auf der rechten Seite, die ihr seht, werden in der Medizin Schichtbilder genannt. Hat man also ganz viele von diesen Schichtbildern, erhält man Informationen von einem ganzen Volumen, also in dem Fall von dem ganzen Menschen. Okay, ich finde, das hört sich ziemlich cool an, dieses Gerät, diesen Computertomographen. Da komme ich jetzt mit meinem kleinen Projektor, ehrlich gesagt, hier nicht so viel weiter, wenn wir wirklich rausfinden wollen, was da in der Box ist. Das heißt, wir müssen jetzt irgendeinen Platz finden, wo es tatsächlich diese total kompliziert aussehende und ich kann euch versichern, sehr, sehr teure Gerät gibt. Und da ist es sehr nützlich, dass wir in unserer Forschung sehr viel mit der Universität Heidelberg zusammenarbeiten. Und dieses Universitätsklinikum, da ist riesig groß, da arbeiten über 7000 Leute, ist das älteste, die älteste medizinische Einrichtung oder Fakultät in Deutschland. Und weil sie unser Forschungspartner sind, haben sie mir freundlicherweise erlaubt, diese Box hier mit nach Heidelberg zu nehmen und in so einen Computertomographen zu schieben. Und da seht ihr mich in Heidelberg. Ich hoffe, ihr seht alle mich. Wer sieht auch die Box hier in dem Computertomographen? Ah, es sehen anscheinend noch nicht alle. Ah, ich zeige es euch nochmal für die wenigen, die es immer noch nicht wissen. Da ist unsere Box im Computertomographen. Und die Ärzte dort waren freundlicherweise bereit, uns zu helfen und haben für euch solche Schichtaufnahmen von dieser Box hier gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Das sieht so aus. Und jetzt könnt ihr euch natürlich schon denken, was eure Aufgabe heute ist. Und ich hoffe, ihr lasst mich nicht im Stich und ich gewinne nachher die Wette gegen die Yujin und den Inhalt ihrer Frühstücksbox. Ihr müsst mir nämlich jetzt sagen, was man da sehen kann. Und wie ihr seht, ist das gar nicht so einfach. Und das ist auch für die Ärzte gar nicht so einfach, das alles zu sehen. Und weil das nicht so einfach ist, dürft ihr für jedes Objekt mehrere Vorschläge machen. Und zwar dürft ihr für jedes dieser Objekte 4 Vorschläge machen. Und die Yujin schreibt das auf die Tafel. Und nachher stimmen wir darüber ab, was für ein Objekt das wirklich ist. Also,
Ihr sagt mir jetzt, was ihr auf dem Bild seht und erinnert euch, dass das eine Schichtaufnahme ist, die aus ganz vielen verschiedenen Richtungen aufgenommen sein kann. Also ich sehe schon, wir fangen an, wir haben so viele Meldungen, vielleicht gleich hier vorne, oder? Ich glaube, die Nummer 2 ist ein Brot. Nummer 2 ist ein Brot, okay? Wir sammeln das einfach mal. Vielleicht machen wir da hinten weiter. Ich würde sagen, die Nummer 1 ist eine Erdbeere. Die Nummer 1 ist eine Erdbeere, okay. Was haben wir da? Vielleicht von da, genau. Ich glaube, die Nummer 3 ist ein Ring. Die Nummer 3 ist ein Ring, okay. Da schnipsen, das geht nicht hier. Hier nochmal hier vorne. Ich glaube, die Nummer 4 ist ein Apfel. Die Nummer 4 ist ein Apfel. Wow, jetzt habt ihr schon hier ganz schön viele Sachen gesagt, aber ihr könnt ruhig noch ein bisschen weiter raten. Hier? Eine Orange. Was ist eine Orange? Nummer 4. Die Nummer 4 ist eine Orange, sagt er. Die Nummer 2 ist eine Mandarine. Entschuldigung, was habe ich akustisch? Nummer 2 ist eine Mandarine. Die Nummer 2 ist eine Mandarine, okay. Die Nummer 3 ist eine Zitrone. Die Nummer 3 ist eine Zitrone. Okay, weitere Meldung. Vielleicht hier. Was ist? Die Nummer 2 ist ein Brötchen. Die Nummer 2 ist ein Brötchen, das haben wir schon. Ja. Nur Sachen sagen, die noch nicht auf der Tafel stehen. Ja. Die Nummer 2 ist eine Zitrone. Die Nummer 2 ist eine Zitrone, okay. Nochmal. Nee, wir haben 3 als Zitrone. Nummer 3 eine Kirsche. Entschuldigung, Nummer 3? Nummer 3 eine Kirsche. Nummer 3 eine Kirsche. Ich würde sagen, einen nehmen wir vielleicht noch auf jetzt. Die Nummer 1 könnte eine Litschi sein. Eine Litschi, wow. Ich weiß gar nicht, wie man Litschi schreibt. Was ihr alles für Früchte kennt, super. Okay, ihr dürft euch gleich weitermelden. Aber ich finde, da sind schon ziemlich viele schöne Sachen zusammengekommen, aber irgendwie seid ihr euch noch nicht so richtig einig. Und auch für die Ärzte ist das ziemlich schwierig, anhand einer so einer Schicht zu sagen, was das ist. Und deshalb haben die Ärzte für uns nicht nur eine Schicht gemacht, sondern sie haben verschiedene Aufnahmen gemacht. Und jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, verschiedene Aufgaben von der Nummer 1 zu sehen. Und wenn ihr das jetzt wisst, was das ist, ja, dann hebt ihr den Finger. Also, wer weiß nach dem, was es ist? Hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. Und jetzt zeige ich euch noch ein Bild. Und dann wissen bestimmt ganz viele Leute, was es sich dabei handelt. Was ist das Objekt Nummer 1? Vielleicht da oben, ja? Nummer 1 ist eine Birne. Entschuldigung? Eine Birne. Eine Birne? Okay. Das sieht in der Tat sehr nach Birne aus, finde ich auch. Gibt es noch eine andere Meinung vielleicht? Eine Birne. Birne hatten wir schon. Eine Banane. Eine Banane. Okay, dann haben wir da vier Meinungen. So, jetzt haben wir ja erstmal uns das erste Objekt angeschaut. Schauen wir uns mal das zweite an. So sah das eben aus. Ich finde das zweite, das sieht mir sehr komisch aus. Also ehrlich gesagt, finde ich das extrem schwer. Hier in dem letzten Bild sieht man es vielleicht ein bisschen. Könnt ihr ein bisschen ruhiger sein, dass die anderen Leute auch verstehen, was ihr jetzt sagt, ja? Eine Pfirsich. Ein Pfirsich. Und ein Vote habt ihr noch, eine Meinung dürft ihr noch abgeben, vielleicht nochmal von da hinten. Eine Kartoffel. Eine Kartoffel, okay. So, jetzt machen wir weiter. Mal schauen, ob euch noch zur Nummer 3 mehrere Sachen einfällt. Das zeigen jetzt schon Leute auf. Die Nummer 3 ist, glaube ich, ziemlich spannend. Also guckt euch du mal erstmal ganz in Ruhe die 3 Bilder an, bevor ihr hier eure Wahl trefft. Jetzt zeige ich euch noch das dritte Bild. Und jetzt denkt mal scharf nach, was das vielleicht sein könnte. Guckt mal. Da ist so was Äußeres und dann ist da noch was drin. Also. Eingekochtes Ei. Entschuldigung. Eingekochtes Ei. Eingekochtes Ei. Ich finde auch, dass das ziemlich eiförmig aussieht. Aber vielleicht gibt es hier noch jemanden. Vielleicht. Nee, doch. Eine Pflaume. Eine Pflaume? Okay. Stefan? Nimm mal hier auch mal her. Eine Walnuss? Entschuldigung. Ja, da war noch jemand von hier. Wir haben immer nur die Seite rangenommen. Wir müssen noch ein bisschen die Seite dran hier nehmen. Eins dürft ihr noch sagen. Eine Walnuss. Eine Walnuss, okay. Eine was? Finde ich, ist gut. Da ist was drin und da außen ist eine Schale. Sehr gut. Jetzt zur Nummer 4.
Vielleicht fällt uns da ja auch noch mal was Neues ein. Bitte seid ein bisschen ruhiger, sonst könnt ihr eure Kommilitonen gar nicht verstehen, die gleich hier die Tipps abgeben werden. Ich zeige euch erst noch mal unsere drei neuen Ansichten. Was ist das? Oh, das wissen aber viele. Ein Apfel. Ein Apfel. Gibt es andere Meinungen, die sagen, dass das nicht ein Apfel ist? Ah, vielleicht nehmen wir... Okay. Ich denke, das ist eine Mandarine. Eine Mandarine, okay. Mandarine, Orange. Gut. Ich finde, ihr habt ganz schön viele Sachen rausgefunden. Aber ihr seid euch noch nicht so richtig einig. Und deshalb schlage ich jetzt vor, dass wir abstimmen darüber, was wohl in dieser Box ist. Und bitte stimmt gut für mich ab. Ihr denkt ja, der Publikumsjoker bei Wer wird Millionär ist immer sehr gut. Und ich hoffe, dass ihr mir jetzt sagen könnt, vielleicht anhand dieses Bildes, da sieht man es nochmal anders, was das ist. Ah, ihr seid richtig gut. Aber jetzt bitte seid ein bisschen leiser. Wir werden das gleich zusammen auflösen. Jetzt will ich nur von euch, dass ihr eure Hand hebt, wenn wir abfragen, was das sein könnte. Wer ist der Meinung, dass die Nummer 1, dieses Objekt hier oben, eine Erdbeere ist? Bitte die Hand heben. Wer ist der Meinung, dass es eine Litschi ist? Ein paar, okay. Wer ist der Meinung, dass es eine Birne ist? Auch ein paar. Und was meint ihr, meint der Rest? Ist es eine Banane? Okay. Das war sehr eindeutig. Mal gucken, ob wir das bei der zweiten auch so gut hinkriegen. Wer ist der Meinung, dass das zweite ein Brot ist? Ah, es sind ein paar. Wer ist der Meinung, dass es eine Mandarine ist? Auch ein paar. Wer ist der Meinung, dass es eine Zitrone ist? Ah, auch ein paar, okay. Ja. Wer ist der Meinung, dass es ein Pfirsich ist? Ah, ich glaube, das waren bisher die meisten. Okay. Wer ist der Meinung, dass es eine Kartoffel ist? Also, ich muss sagen, ein paar haben sich zwar gemeldet, aber das scheint mir ziemlich uneindeutig zu sein. Also, ich muss sagen, ich würde jetzt nicht darauf verwetten, was ihr da mir gerade gesagt habt. Das müssen wir uns vielleicht schon mal gleich noch genauer angucken. Machen wir erstmal mit der Nummer 3 weiter. Wer glaubt, dass die Nummer 3 ein Ring ist? Wer glaubt, dass es eine Zitrone ist? Wer glaubt, dass es eine Kirsche ist? Wer glaubt, dass es ein gekochtes Ei ist? Okay. Mit Abstand die meisten. Wer glaubt, dass es eine Pflaume ist? Wer glaubt, dass es eine Walnuss ist? Oh, das sind aber wenig. Okay. Also ich muss sagen, für mich sieht es auch ein bisschen aus wie eine Walnuss. Aber die meisten von euch haben gesagt, dass es ein gekochtes Ei ist. Stefan? Jetzt könnt ihr wieder ein bisschen ruhiger sein und mir gleich sagen, was ihr denkt, was die 4 ist. Wer glaubt, dass die 4 ein Apfel ist? Oh, ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter abzustimmen. Das ist nämlich schon die Mehrheit. Also die 4 sagt, ihr ist ein Apfel. Okay, ihr habt uns schon ziemlich weitergeholfen. Und ich finde, bei der 1 und bei der 4 wart ihr euch auch schon ziemlich einig. Aber besonders bei der 2... bin ich mir noch nicht so sicher, ob ihr das wirklich alles richtig erraten und abgestimmt habt. Das Problem ist, dass man ja auf diesen Aufnahmen das wirklich schlecht erkennen kann, was es ist. Und ich sehe schon, ein paar Leute haben noch andere Ideen. Aber vielleicht, bevor wir jetzt noch weiter raten, gucken wir uns erstmal irgendetwas an, wo man es vielleicht noch besser erkennen kann als auf diesen Schichtaufnahmen. Genau, ich gebe euch jetzt noch einen weiteren Tipp. Und zwar, wenn ihr ganz viele Schichten von einem Objekt habt, in diesem Fall von einem Apfel, könnt ihr diese Schichten alle hintereinander reihen, um so den gesamten Apfel zu erhalten? Genau. Und das Gleiche könnt ihr auch mit diesen Schichtbildern machen. Wenn ihr also ganz, ganz viele von diesen Schichtbildern habt, wie hier unten, dann könnt ihr im Computer auch ein dreidimensionales Objekt zusammenbauen. Das wird auch 3D-Rekonstruktion in der Medizin genannt. Und damit wir es heute ein bisschen einfacher haben, haben die Mediziner uns schon so eine schöne 3D-Rekonstruktion gemacht. Ah, und es funktioniert auch hervorragend. Hier seht ihr mal ein Video von dieser Frühstücksbox hier. Die hat natürlich eine andere Farbe, aber das wurde jetzt nur am Computer erstellt aus diesen Schichtbildern. Und ich finde, man kann die Frühstücksbox ziemlich gut erkennen. Und vor allen Dingen, passt mal auf,
Wir können die jetzt am Computer aufschneiden. Und ich finde, was ihr gesagt habt mit der Banane, das stimmt auf jeden Fall. Die kann man total gut erkennen. Und man kann sogar im Hintergrund jetzt auch noch die anderen Objekte gut erkennen. Und ihr werdet gleich sehen, was man jetzt am Computer machen kann, ist, man kann jetzt einfach diese Box im Computer verschwinden lassen. Und jetzt kann man richtig gut sehen, was in der Box ist. Also ich finde, mit der Banane habt ihr schon mal auf jeden Fall recht gehabt. Jetzt dürft ihr für unsere Objekte 2 und 3, wo wir uns eben noch nicht sicher waren, mir noch jeweils 2 mögliche Sachen sagen und dann stimmen wir nochmal neu ab. Gleich hier vorne. Moment. Nummer 2 ist eine Kiwi. Nummer 2 ist eine Kiwi. Hier vorne vielleicht nochmal. Nummer 2 ist eine Paprika. Nummer 2 ist eine Paprika. Okay. Jetzt hat jemand noch irgendeinen anderen Vorschlag für Objekt Nummer 3? Überraschungsei. Ja. Nochmal lauter. Ich denke, 3 ist doch ein Ei. Entschuldigung? Ich denke, 3 ist ein Ei. Also ist ein Ei? 3 wäre ein Ei. Das hatten wir schon. Hat jemand noch eine andere Idee? Vielleicht nochmal einen von hier vorne oder von da hinten. Das ist gemein. Okay. Ich denke, Nummer 3 ist eine Kartoffel. Nummer 3 ist eine Kartoffel. Okay. Nummer was ist eine Kartoffel? Ruhe, Ruhe, Ruhe. Psch, 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 psch. Ich finde auch, dass man Nummer 3 ziemlich schwer erkennen kann, muss ich sagen. Und Stefan. Ja, manche von euch wissen es vielleicht und haben jetzt schon noch eine weitere Idee. Aber guck mal, was die Mediziner für uns extra für das Objekt Nummer 3 gemacht haben, weil das nämlich so schwierig zu erkennen ist. Zuerst haben sie einmal am Computer alle anderen Früchte weggeschnitten. Und dann ist nur noch das Objekt übrig geblieben, was wir suchen. Und denkt dran, das ist ja eine Frühstücksbox. Die Eugene, die ist zwar sehr gesund, aber die hat wahrscheinlich auch nicht nur Früchte in ihrer Frühstücksbox drin. So, finde ich, kann man noch wenig sehen. Aber jetzt passt mal auf. Wir können es am Computer ja auch aufschneiden. Oh, guck mal, da ist noch irgendwas drin. Da ist in dem Ei noch irgendwas drin anscheinend. Nimm mal von vorne links, die wissen ja schon die ganze Zeit. So, jetzt, wer weiß, was das Objekt Nummer 3 ist? Überraschungsei. Überraschungsei wird hier noch als Vorschlag gebracht. Na, das werden wir gleich mal sehen. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt die Box öffnen, um nachzugucken, ob ihr recht habt und ich damit meine Wette gewonnen habe, stimmen wir nochmal ab. Die Banane und der Apfel, da sind wir uns schon relativ sicher. Aber wir haben jetzt noch bei der 2 haben wir noch Pfirsich, Kiwi und Paprika. Und zwischen den 3 Sachen wollen wir jetzt nochmal abstimmen. Wer denkt, dass das Objekt Nummer 2 ein Pfirsich ist? Das sind ein paar Leute, ja. Wer denkt, dass es eine Kiwi ist? Ja. Oh, das sind schon ganz schön viele. Machen wir mal die Gegenprobe. Wer denkt, dass es eine Paprika ist? Ah, da würde ich sagen, das ist jetzt ziemlich unentschieden. Ja. Ich zeige euch nochmal das Foto und wir machen jetzt noch eine Stichwahl zwischen Kiwi und Paprika. Wer denkt, dass das eine Kiwi ist da, was man hier sieht? Es geht um das Objekt hier. Und wer denkt, dass es eine Paprika ist? Ja, ich würde eher sagen Paprika. Okay, dann würde ich sagen, das Ergebnis ist eindeutig Paprika. Jetzt noch zu unserem Objekt Nummer 3. Könnt ihr ein bisschen ruhiger sein? Ich verstehe schon, dass ihr jetzt vielleicht andere Ansichten habt, aber wir machen das ganz demokratisch und stimmen ab. Wer ist dafür, dass die Nummer 3 ein Überraschungsei ist? Ich glaube, das ist mit Abstand die Mehrheit. Das können wir direkt annehmen. Brauchen wir gar nicht mehr weiter abzustimmen. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ihr recht hattet
und ob ich das Mittagessen von der Eugene gewinne. Und dafür brauchen wir jetzt zwei Freiwillige, die vielleicht mit uns nach vorne kommen hier und die Box aufmachen. Vielleicht einer von hier vorne? Willst du nach vorne kommen? Und noch einer von da hinten? Ja, das ist... Vielleicht du im grünen Pullover? So. So. Ihr dürft jetzt die Box aufmachen und die Objekte immer hochhalten. Warte noch kurz, ne? Okay. Komm mal her. Mhm. Kannst du so? Genau. Okay, also. Wir machen die Box jetzt auf. Und ihr nehmt immer eins nach dem anderen die Objekte raus und haltet sie hoch. Guck mal das eine Objekt hier. Willst du nimm mal das zuerst? Guck mal hier. Und was ist es? Was Banane. Ist es? Eine Banane. Genau wie wir es gesagt haben. Sehr gut. Und hier, was haben wir noch? Ein Apfel. Ein Apfel. Sehr gut. Oh oh. So, noch eins rausnehmen. Was ist das? Überraschungsei. Ein Überraschungsei, hervorragend. Und das hier? Und was ist das? Eine Kiwi. Eine Kiwi. Oh. Das war aber knapp. Dankeschön. Also ich finde, ihr habt euch sehr gut geschlagen und ihr habt gesehen, wie schwierig das ist, nur von diesen Bildern auf die Früchte zu schließen. Und ich finde, ihr habt es echt super gemacht. Eigentlich fand ich ja, die Hälfte war auch für die Kiwi. Genau. Also ich werde noch mit der Eugene nachverhandeln, ob ich nicht doch die Wette gewonnen habe. Aber vielleicht darf ich ja wenigstens das Überraschungsei behalten. Das Beste. Vielen Dank für eure Hilfe. Aber wie ihr wisst, kann man natürlich solche Sachen, das habe ich ganz am Anfang gesagt, nicht nur dazu verwenden, so eine Frühstücksbox anzugucken, sondern tatsächlich sind diese Methoden, diese Computertomographie, die wir jetzt gesehen haben, wie das funktioniert, auch für den Arzt sehr wichtig, weil er dann, das habt ihr ganz am Anfang schon gesehen, Bilder vom Inneren des Körpers damit aufnehmen kann. Und jetzt haben wir hier noch ein Beispiel mitgebracht. Und wenn ihr ein bisschen ruhiger seid, dann können wir auch noch mal testen, ob ihr das tatsächlich verstanden habt, was wir euch heute erzählt haben. Hier seht ihr die Computertomographie von einem Kopf. Und hier seht ihr auch, wer kann mir sagen, wo hier bei diesem Kopf, in dieser Schichtaufnahme, die Knochen sind. Wer weiß das? Ah, das sind schon ein paar. Wer kann mir sagen, welche Farbe Knochen in einer Röntgenaufnahme oder einer Computertomographie haben? Wow, das sind ganz schön viele. Vielleicht hier hinten. Ja. Euch haben wir so selten heute gehört. Weiß. Weiß. Sehr gut, genau. Weiß. Das finde ich schön, dass ihr das alle, oder fast alle wusstet, diese Knochen sind weiß, weil die Röntgenstrahlen nicht da durch können. So, du kannst. So, mhm. So, könnt ihr noch mal ein bisschen leise sein? Was passiert jetzt, wenn sich zum Beispiel einer von euch sein Bein gebrochen hat und er muss zum Arzt? Dann wird meistens eine Röntgenaufnahme gemacht. Und wie läuft so eine Untersuchung ab? Am Anfang wird der Teil, der aufgenommen werden will, freigemacht. Also in diesem Fall trägt das Mädchen extra eine kurze Hose, damit eine Röntgenaufnahme von dem Bein gemacht werden kann. Genau, als nächstes muss so eine Art Bleischürze, darauf komme ich später noch zu sprechen, angelegt werden, damit die Teile des Körpers, die nicht aufgenommen werden sollen, vor den Strahlen geschützt werden. Als drittes stellt ihr euch dann vor das Röntgengerät oder setzt euch auf eine Liege. In diesem Fall kommt das Röntgengerät, das seht ihr vielleicht da oben, von oben und macht die Aufnahme dann so. Und die Aufnahme dauert nur wenige Sekunden und es tut überhaupt nicht weh, aber es ist sehr wichtig, dass ihr euch nicht bewegt, denn wie bei ganz normalen Fotos kann eine Röntgenaufnahme auch verwackeln und dann kann der Arzt schlechter erkennen, was auf ihr drauf ist. Wenn dann so eine Aufnahme gemacht ist, guckt der Arzt sich diese Aufnahme an. Also in diesem Fall ist es jetzt eine Aufnahme von diesem Bereich hier. Und er kann dann genau feststellen, was ihr habt. Und so einen Röntgenarzt nennt man Radiologe.
So, ich habe jetzt vorhin schon gesagt, dass ihr so eine Art Bleischürze tragen müsst oder manchmal ist es auch in Form einer Weste. Das liegt daran, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Sonnenstrahlen. Wenn ihr zu lange in der Sonne seid und rumspielt und so, dann kann es sein, dass eure Haut ganz, ganz rot wird und anfängt zu brennen. Dann habt ihr einen sogenannten Sonnenbrand, das vielleicht vielen von euch schon mal passiert. Und das Problem ist, viele Röntgenstrahlen machen auch krank. Vielleicht können wir mal ganz kurz fragen, wer von euch hatte denn schon mal Sonnenbrand? Ja, ganz schön viele. Ja. Deshalb darf man nicht zu lange in die Sonne gehen. Was kann man denn machen gegen oder nicht gegen den Sonnenbrand, besser noch, was kann man machen, damit man erst überhaupt keinen Sonnenbrand bekommt? Wer kann mir das denn sagen? Mit Sonnenmilch einschmieren. Mit Sonnenmilch einschmieren? Genau. Sehr gut. Habt ihr noch eine Idee? Habt ihr noch eine Idee? Hier vorne vielleicht? Vielleicht. Das habe ich vergessen. Vielleicht noch jemand anders? Vielleicht nochmal hier vorne? Noch einfach nicht zu lange in die Sonne. Entschuldigung, was habe ich? Nicht zu lange in die Sonne gehen. Nicht genau. Zu lange in die Sonne gehen, ja, genau. Vielleicht noch irgendeine andere Idee? Hier vorne? Lange Kleider anziehen. Lange Kleider anziehen. Lange Kleider tragen. Lange Kleider, okay, tragen, genau. Also nicht zu lange in die Sonne gehen, lange Kleider tragen und mit Sonnenmilch einsprühen. Und jetzt schauen wir mal, was man machen kann, damit man nicht zu viele Röntgenstrahlen abbekommt und davon krank zu werden. So. Mach weiter, oder? Wie ihr gerade eben schon gesehen habt, muss man bei so einer Röntgenaufnahme eine sogenannte Bleiweste tragen. Und das muss man deshalb, seht ihr mal, wie das aussehen kann, weil für Röntgenstrahlen dieses Blei undurchsichtig ist. Das ist genau das Gleiche, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, hier oder da. Wie das lange Kleidung tragen. Ihr tragt die lange Kleidung, damit die Sonnenstrahlen nicht auf eure Haut kommen. Und genauso tragt ihr die Weste hier, damit die Röntgenstrahlen, die zwar problemlos durch so eine Box kommen, weil die Box für Röntgenstrahlen durchsichtig ist, aber die niemals durch so eine Bleiweste kommen. Und das ist einfach ganz wichtig zu wissen. Und die Ärzte achten auch darauf, wenn ihr mal so eine Aufnahme habt, dass ihr gut geschützt seid und von den Röntgenstrahlen nicht krank werdet. So, jetzt haben wir heute ganz schön viel gelernt und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr so gut mitgemacht habt. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ihr zumindest fast alles erraten habt, was in dieser Box war. Zuerst hat uns die Eugene den Tipp gegeben, dass wir kein normales Licht verwenden sollen, um unsere Box zu durchleuchten, sondern so ein ganz spezielles Licht, was so ganz schnell hin und her schwenkt, nämlich sogenannte Röntgenstrahlen. Und dann haben wir mit Hilfe einer sogenannten Computertomographie gesehen, wie man dann die Früchte in der Box sichtbar machen kann. Und vor allen Dingen habt ihr gesehen, wie schwierig das ist. Und jetzt stellt euch mal vor, vielleicht werdet ihr ja später mal Arzt, vielleicht werdet ihr später mal Radiologe und werdet dann Patienten untersuchen mit diesen Methoden. Und ihr habt heute gesehen, wie schwierig das ist. Bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, will ich noch mal ein ganz kurzes Danke sagen. Denn ihr habt ja gesehen, dass die Universitätsklinik in Heidelberg uns freundlicherweise ihr CT zur Verfügung gestellt hat. Und so ist es immer in der Forschung. Alleine kann man nichts machen, sondern man muss immer in einem Team zusammenarbeiten. Deswegen hat es mich gefreut, dass wir heute so ein gutes Team waren. Und vor allen Dingen bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Vorlesungen. Und vielleicht sehen wir uns ja hier wieder in 10 oder 15 Jahren, wenn ihr dann selbst an solchen Sachen forscht.